Ja, wir haben 5 Tage später und es tut immer noch weh. Ich war heute bei Wer wird Millionär zu sehen und ich habe richtig verkackt. Seit ich 18 bin und ich bin jetzt 23, wollte ich schon immer unbedingt an dieser Sendung teilnehmen. Was vielleicht auch darauf zurückzuführen ist, dass ich früher immer mit meinen Omas und Opas das geschaut habe, also seit Kind auf. Ich war immer sehr wissbegierig und es war so ein Ritual, was wir ganz oft zusammen gemacht haben. Ich habe damals schon immer gesagt, ich möchte auch irgendwann mal dahin. Ich habe mir immer genau angeguckt, die Leute, die da Millionen gewonnen haben, was die für Strategien hatten. Ich habe irgendwann angefangen, dann um den Dreh, wo ich 18, 19 war, mir eine Liste zu machen mit Themengebieten, die ich lerne. Immer wenn ich irgendwo was Neues gelernt habe, habe ich mir vorgestellt, oh, das könnte eine Frage bei Wer wird Millionär sein. Also so und so könnte das gestellt sein oder dann wäre das voll die gute Frage. Ich war so ein bisschen, ja, vielleicht zu sehr obsessed damit. Und für mich war immer klar, sollte ich irgendwann die Chance bekommen, in dieser Sendung mitwirken zu dürfen, dann greife ich die Millionen an. Also ich würde Gas geben, ich würde auch mal zocken und ich würde ja nicht so auf Sicherheit spielen. Dann habe ich mich vor einiger Zeit mit meinem YouTube-Kanal für Wer wird Millionär beworben. Und dann vor ein paar Wochen kam ein Anruf von Endemol, die das produzieren, die sich aber auf eine viel frühere Bewerbung von mir bezogen hatten, von vor 1, 2 Jahren oder so. Da hatte ich halt noch Make-up-Videos gemacht auf YouTube und darauf haben die so ein bisschen Bezug genommen. Ich war zu der Zeit dann im Skiurlaub und dann kam der Anruf und es hieß, sie sind safe dabei. So weit bin ich noch nie gekommen. Also ich saß noch nie auf diesen Auswahlstühlen und ich habe mich so unglaublich gefreut. Und ja, also ich habe es halt meiner Familie gesagt, die Leute, die für mich Telefonjoker waren. Und wir waren alle die ganze Zeit so, ja, okay, aber die Chance ist 1 zu 8, dass du drankommst, also relativ gering. Mach dir nicht zu großen Kopf, aber ich war so, also ich habe, ihr könnt es euch nicht vorstellen, ich habe jeden Tag Podcasts gehört, Zeitungen gelesen. No joke, ich habe am Tag bestimmt 6, 7 Stunden nur Nachrichten gehört, Wissensmagazine, alles Mögliche. Ich war so top informiert, was Zeitgeschehen angeht. Also habe mich sehr gut vorbereitet gefühlt. Ich bin mit meiner Schwester dorthin gefahren und dann haben wir vor Ort in Köln, wurde das aufgezeichnet, erstmal die anderen 7 Kandidaten und deren Begleitpersonen kennengelernt. Und ich habe schon gemerkt, also da ist ja immer so eine Varianz an Personen, die dort sind. Und ich war halt die etwas doller geschminkt war und blond. Und ich hatte schon immer Angst, dass ich eventuell als dumme Blondine abgestempelt werden könnte und ich das absolut nicht bin. Naja, wie auch immer. Dann wurde uns, vor Ort wurden wir gebrieft, uns wurde 1000 Millionen Mal gesagt, dass wir doch ja gerne zocken sollen. Und auch wenn wir es nicht sicher wissen, meistens ist das Bauchgefühl das Richtige. Kann ich auch verstehen. Als Zuschauer ist es halt super langweilig, wenn du da so Leute hast, die alle Joker verballern und mit ihren 4000 Euro nach Hause gehen. Also ich würde es als Macher der Show genauso machen und allen Leuten sagen, Leute, seid risikoaffin. Aber das habe ich mir, glaube ich, ein bisschen zu sehr zu Herzen genommen. Ja, irgendwann ging dann die Aufzeichnung los. Da gibt es dann halt immer, ne, Warm-Upper und hey, auch kommt vorher einmal raus und begrüßt alle und macht Spaß. Wir waren alle sehr gut drauf, aber wir waren auch total nervös. Es gab eine Überhangkandidatin von der letzten Sendung, die stand aber vor der 14. Frage und hat auch dann sofort aufgehört. Und die erste Tipprunde hatte was mit Karneval zu tun. Es ging um, ich glaube, das Outfit von einem Cowboy. Und ich war so, okay, oben Cowboy-Hut. Als erstes nach Cowboy-Hut suchen. Aber da stand halt nicht Cowboy-Hut, sondern Stetson. Und deswegen war ich für die Runde zeittechnisch raus. Also ich habe es trotzdem richtig geordnet bekommen, aber halt nicht in der Zeit, weil ich die ganze Zeit am Anfang nach Cowboy-Hut gesucht hatte. Und dann kam ein Mädel dran, die hatte irgendwas mit Medizin gemacht. Und das klingt jetzt doof, weil man kann immer sagen, ja, okay, das kann ja jeder sagen im Nachhinein. Aber wirklich, ich saß da und jede Frage, die sie bekommen hat, wusste ich. Jede bis auf eine einzige. So ehrlich bin ich. Die letzte Frage, genau dieses mit Hülle und Fülle, wo sie rausgeflogen ist, das wusste ich auch nicht. Jede Frage davor wusste ich. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, vielleicht bin ich wirklich so gut vorbereitet. Oder sie hat einfach nur Glück und ihre Runde ist so einfach. Wie auch immer, die hat dann halt relativ gut gespielt und war dann bei, ich glaube, 64.000 raus. Dann ging es zur nächsten Tipprunde. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber es war irgendwie sowas, wenn man Kindern etwas erklärt, das schwer zu glauben ist, sagt man manchmal klingt, Punkt, Punkt, Punkt. Dann kamen die 4 Antwortmöglichkeiten. Komisch ist aber so. Ich schon in meinem Kopf, als die Antwortmöglichkeiten noch nicht da waren,
Such nach komisch. Und dann, Leute, in Schallgeschwindigkeit, als die Antwortmöglichkeiten aufgeploppt haben, ich piu, 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 piu. Und ich habe 2,6 Sekunden gebraucht. Ich gucke nach rechts neben mir. 2,64 Sekunden. Ich gucke nach links neben mir. 2,61 Sekunden. Herr Jauch geht auf der gegenüberliegenden Seite rum. Hatten, glaube ich, alle falsch. Dann geht er hinter uns rum und sagt, ja, hier sieht's richtig aus. Und ich glaube, ich habe so gemacht. Ich habe meine Schwester. Die sitzt ja zu dem Zeitpunkt schon im Publikum, nur halt nicht auf diesem beleuchteten Platz, sondern auf einem random Platz im Publikum. Ich gucke meine Schwester an. Ich sitze da. Ich gucke meine Schwester an. Herr Jauch am Auflösen. Ich nicke ihr so zu. Sie sitzt so im Publikum und macht so, weil sie meinen Blick jetzt schon gelesen hat. Und ich so, oh mein Gott, ich glaube, ich habe es geschafft. Gehen die grünen Lichter an. Und die schnellste war Alicia Jöster. Und oh mein Gott. Ich habe mich in diesem Moment... Ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder anfange zu heulen. Ich habe mich in diesem Moment so gefreut. Ich bin normalerweise in so neuen Situationen nicht der so krass extrovertierte Mensch. Aber ich habe meine Arme in die Luft gerissen und mich einfach nur gefreut. Ich war so stolz auf mich in dem Moment. Also ich habe so oft diese Auswahlfragen geübt, schnell zu tippen und so. Und ich wusste, wenn ich es mal schaffe, da hinzukommen, dann schaffe ich es auch auf den Stuhl. Ja, okay, kurz beruhigen. Deswegen bin ich auch übrigens für dieses Video so stark geschminkt, dass, falls ich heule, ich nicht zu rot aussehe. Also Leute, normalerweise bin ich auch etwas weniger geschminkt. Aber die letzten Tage haben mein Gesicht mit Augenringen gesegnet. Deswegen heute in diesem Outfit. Naja, wie auch immer. Dann kurz Pause. Also man geht dann nach vorne zu Herr Jauch, dann ist Pause. Dann wird Herr Jauch abgepudert. Man selbst wird nochmal abgepudert. Meine Schwester ist dann auf den beleuchteten Publikumsplatz gekommen, wo die Begleitperson sitzt. Und dann ging's los. Oh mein Gott. Und mein größter Traum, wirklich, ich habe mir das so oft in meinem Kopf ausgemalt, ging in Erfüllung. Ja, ich habe mich dann da hingesetzt, super aufgeregt. Dann kamen die ersten 5 Fragen, also diese bis 500. Die liefen super glatt. Ich stand nie auf dem Schlauch. Ich kann mich ehrlich gesagt nur noch an eine erinnern. Wenn Seehofer langsam kahl am Kopf wird, dann wird... Und die Antwortmöglichkeit war Horst Lichter. Genau, nach 500 Euro haben wir uns dann ein bisschen über mein YouTube-Ding unterhalten, über meine Promi-Transformation und so. Und die haben sogar Bilder davon im Studio gezeigt. Und ich hatte das Gefühl, dass ich einen ganz guten Draht zu ihm hatte. Also ich habe mich auf Anhieb ganz gut mit ihm verstanden. Natürlich ist das alles nur showmäßig. Also der hat jetzt nicht mit uns vorher oder nachher da noch abgehangen, sondern das geht nur für die Show, diese Unterhaltung mit Herrn Jauch. 1000-Euro-Frage. Wenn man eine Küche übernimmt aus einer Wohnung, was man dann zahlt? Abstand, Zwischenraum, Distanz oder noch irgendwas. Ja, und das ist so eine Sache, da kann man, glaube ich, ganz gut dran erklären, was unter Adrenalin passiert, wenn nämlich 3 2x5 Meter Kameras deine Fresse ausleuchten und dir 25 Scheinwerfer in die Visage scheinen, dann kann man sich auf einmal tatsächlich nicht so gut konzentrieren wie sonst. Natürlich, ich wohne selber in einer Mietwohnung, weiß ich, dass man für eine Küche einen Abstand zahlt. Aber mir sind in diesem Moment nur die Worte Abschlag in den Kopf gekommen und Ablöse. Und dann weiß ich noch, habe ich irgendwie gedacht, ja, aber das ist doch Abstand. Und dann wollte ich es aber noch irgendwie begründen, aber konnte es nicht richtig begründen. Und habe mir dann irgendwas aus der Nase gezogen von wegen, ja, man ersteht ja etwas, erstehen, erstand, also man... Ihr wisst, also wie gesagt, ich wusste ja auch, dass Abstand richtig ist, deswegen habe ich es auch genommen. So, dann die nächste Frage, was man im Reformhaus findet. Und da war Antwort D, Himalaya-Salz. Und ich wusste das, also ich kenne Himalaya-Salz, dieses pinke Salz. Und dann kam die verhängnisvolle Frage für 4000 Euro. In welcher Geschichte oder in welchem Buch gibt es die kindliche Kaiserin? Kindliche Kaiserin hat mir sofort was gesagt. Und dann kamen die 4 Antwortmöglichkeiten, die unendliche Geschichte, Herr der Ringe, Narnia oder der Turm. Der Turm kannte ich nicht, deswegen konnte es das nicht sein, weil ich wusste, also ich hatte schon mal von der kindlichen Kaiserin gehört. Herr der Ringe, man kennt das ja, man kennt die Hauptfiguren, da kannte ich keine kindliche Kaiserin, deswegen auch raus. Es waren nur noch 2 über. Jedenfalls war ich mir nicht sicher. Und jeder normale Mensch, der vielleicht, ja, einfach in dieser Show ist, um so viel Geld wie möglich abzusahen und dann nach Hause zu gehen, hätte jetzt einen 50-50-Joker genommen, weil dann wäre safe eine der Antwortmöglichkeiten rausgefallen. Nicht so Alicia. Denn Alicia weiß und wusste, Alicia ist ein harter Kandidat für die Million, ohne eingebildet zu klingen. Aber ich war wirklich sehr, sehr gut vorbereitet. Also denkt sich Alicia, okay,
Ich bin schon ein guter Kandidat, um hier sehr viel Geld mitzunehmen und eine gute Show abzuliefern. Aber dafür muss ich auch ein-, zweimal zocken, wenn ich mir nicht sicher bin. Kann ich angehen, dass ich bei 4.000 Euro schon einen Joker nehme? Ja, und dann habe ich irgendwie an Narnia gedacht und die Kinder, die da durch ihren Schrank latschen. Und dann dachte ich, ja, da sind doch nur Kinder und die laufen durch den Schrank. Und natürlich gibt es dann bestimmt auch eine kindliche Kaiserin, weil da gab es eine Königin oder Kaiserin. Nur, dass die halt nicht kindlich war. Denn die richtige Antwort war die unendliche Geschichte. Und so ist Alicia mit 4 Jokern bei 4.000 Euro aus der Sendung geflogen. Ich habe selten so viel Dummheit auf einem Haufen gesehen. Oh mein Gott, ich will mir einfach nur den Nacken jetzt brechen und dann einfach einschlafen, friedlich. Ja, und das war halt eine Sache, die ich in meinem ganzen Wer wird Millionär, größter Traum, da einmal zu sein und yay, Ding nicht bedacht hatte. Dass es auch einfach verdammt schief gehen kann. Und Leute, ich sag euch, das tut richtig, richtig weh. Ich kann euch alle Bundespräsidenten hintereinander aufzählen. Heuss, Lübcke, Heinemann, Scheel, Carstens, Weizsäcker, Herzog, Rau, Köhler, Wulff, Gauck, Steinmeier und alle Bundeskanzler kann ich auch sogar mit den Jahren, wann sie im Amt waren. Neil Armstrong war 69 als erster auf dem Mond, danach kam Buzz Aldrin und der nicht mit dabei war, war Michael Collins, weil der ist das Raumschiff geflogen. Marie Curie war die einzige Frau, die 2 Nobelpreise gewonnen hat, und zwar in Chemie und Physik. Und ihre Tochter hat auch einen Nobelpreis gewonnen. Niedersachsen grenzt in Deutschland an die meisten Bundesländer und das liebste Reiseziel der Deutschen ist Spanien. Axl Rose war eine lange Zeit mal als Vertretung Frontmann von AC/DC. Und das Schlimmste, ich habe mir jeden Scheißverein der Bundesliga angeguckt, mir die Trainer eingeprägt, mir die letzten wichtigen Wechsel der Saison angeguckt und in mein Hirn eingehämmert und ich hasse Fußball. Und dann kommt die kindliche Kaiserin daher und ist mein Endgegner. Was ich damit sagen will ist, ich bin nicht dumm. Und ich glaube auch, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen, die in dieser Show ziemlich ablosen, alles andere als dumm sind. Und der Fakt, dass ich jetzt als dumme Blondine im Fernsehen rüberkommen könnte für viele, tut mir einfach mehr weh als der Fakt, dass ich die Chance auf so viel Geld hatte. Klar, ich weiß, es gibt so, so, so viel schlimmere Sachen. Tod, Krankheit. Will ich auf keinen Fall sagen, das ist alles 1 Milliardenmal schlimmer als das, was mir hier passiert ist. Aber ich hatte halt einen sehr großen Traum und der ist für mich in dem Sinne jetzt gestorben. Ihr wisst, also man kann nur einmal da auf den Stuhl kommen und wenn man da einmal war, dann ist es vorbei. Und das ist die erste Sache, die ich gelernt habe und die ich auch euch da draußen sagen möchte. Man hört einfach voll oft nur diese Geschichten von den Menschen, die erfolgreich sind, die gesagt haben, ich habe zu 100% an die Sache geglaubt und ich habe gekämpft und ich habe es geschafft, weil wenn man nur genug will, dann schafft man es auch. Aber ich kann euch sagen, ich habe genug gewollt und ich habe wirklich alles gegeben, was in meinem Möglichen lag. Und durch so einen dummen kleinen Fehler hat es doch nicht geklappt. Wenn ihr irgendwie einen Rückschlag bekommt, sei es karrieremäßig, sei es familiär oder so, lasst euch nicht sagen, dass es daran lag, dass ihr nicht genug dran geglaubt habt. Weil das ist immer einfach zu sagen für die Menschen, die es irgendwo geschafft haben, in welchem Sinn auch immer. Es gibt auch Menschen, die alles auf eine Karte setzen und fest dran glauben und absolut verkacken. Aber wann hört man das mal? Die zweite Sache, die ich gelernt habe, ist, es gibt Dinge, die sind für andere Menschen total banal und die tun dir selber aber sehr weh. Ich habe den ganzen Abend danach geweint. Ich habe in den letzten Tagen immer mal wieder kam es hoch. Auf einmal überkommen dich die Emotionen, du denkst, scheiße, was hätte sein können und so weiter. Und man fängt an zu weinen und man fühlt sich schlecht, wenn man sich denkt, was ist das für eine Lappalie? Andere Leute haben viel schlimmere Sachen, mit denen sie aktuell kämpfen und du weinst hier wegen so einer Fernsehsendung. Aber das ist auch okay. Nur weil der Schmerz, den ich jetzt gerade habe, im Vergleich zum anderen Leid auf der Welt viel, viel geringer ist, darf ich nicht trauern. Also ich darf ja wohl trotzdem traurig sein. Und das möchte ich euch ja auch mit auf den Weg geben. Und die dritte Sache, die ich gelernt habe, auch wenn ich es vielleicht schon 1000 Mal gehört habe, aber man sollte einen Menschen nicht für irgendwas, was man von ihm gesehen hat, kleine Ausschnitte oder so aus seinem Leben verurteilen. Es gab doch mal vor ein paar Jahren bei Wer wird Millionär diesen Skandal mit diesem Mädchen, das bei der ersten Frage gescheitert ist und ganz Deutschland hat sich über die lustig gemacht. Ich inbegriffen. Und jetzt denke ich so, das arme
Arme Mädchen. Vielleicht ist sie in ihrem Alltag ganz clever und wegen einer Frage im Fernsehen vor, wie gesagt, 5 Kameras, Scheinwerfern, absolut nervös. Ja, und dann findest du dich am nächsten Tag auf der Titelseite der ein oder anderen Zeitschrift und wirst als komplett dumm abgestempelt. Dagegen war das, was ich hier hatte, nichts. Und das würde ich eben auch gerne an euch rausgeben, dass man sich versucht, mehr in die Situation von anderen einzufühlen und sich immer denkt, das hätte auch mir passieren können. Unter irgendwelchen Umständen hätte das auch mir passieren können. Ja, und jetzt ist es halt bei mir so gekommen. Keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, ob es Schicksal ist. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich ans Schicksal glauben soll oder einfach nur ein dummer Zufall. Aber ich muss jetzt damit klarkommen. Es hätte schlimmer kommen können. Es hätte aber auch um einiges besser kommen können. Auf meinem Instagram-Kanal werde ich jetzt in diesem Moment, weil ja gerade die Sendung gelaufen ist, ein Q&A starten. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Ablauf der Sendung oder ja, wie es mir dabei erging, könnt ihr mich das jetzt auf Instagram in meiner Story fragen. Für die Kommentarsektion bitte sagt mir nicht, dass ihr die Frage gewusst hättet. Ich weiß, dass viele Menschen in Deutschland diese Frage mit absoluter Sicherheit sofort gewusst hätten. Und bitte zeigt mir auch kein Mitleid. Möchte ich gar nicht. Ich würde mich einfach freuen, wenn wir in den Kommentaren vielleicht Leute haben, die von ihren eigenen Erfahrungen berichten, die auch mal in irgendeiner Hinsicht in ihrem Leben einen Rückschlag erlebt haben. Oder wenn ihr einfach vielleicht Tipps habt für Menschen, die in irgendeiner Art und Weise was Schwieriges durchmachen. Sei es was sehr Schwieriges oder halt etwas, was für einen persönlich einfach nur schwierig ist. Es würde mich sehr freuen, wenn wir hier einfach so eine kleine positive Bubble entwickeln könnten. Und abschließend kann ich noch sagen, ich glaube, selbst wenn ich absolut verkackt habe, ich sah verdammt gut dabei aus. Okay. Ihr könnt diesen Kanal gerne abonnieren, das ist natürlich bei YouTube kostenlos, wenn ihr einfach vielleicht die nächsten Wochen und Monate sehen wollt, wie es mit mir weitergeht. Ich sende euch ganz viel Liebe raus an die, die gerade irgendwas Schweres durchmachen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal.